Spitzenkampf hier in Kriens. Minier, du hast ein Goal geschossen. Wie ist das für dich? Es ist ein Hammergefühl. Die Mannschaft hat es sehr gut gemacht. Kriens hat keinen Stich gehabt. Und ja, wir haben zwar nichts vor dem Match geredet, wir haben sie nur auf dem Platz gezeigt und das gilt. Also du bist im Großen und Ganzen eigentlich auch mit deiner Leistung sehr zufrieden? Die zweite Halbzeit war besser, auch mit Kämpfen und so, aber im Großen und Ganzen war es okay. Mal. Niki, mit was für einem Gefühl bist du auf Kriens gefahren? Heute, ich weiss nicht, ich bin aufgestanden, ich hatte ein sehr gutes Gefühl, ich habe zwar nicht gut geschlafen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, heute treffe ich, obwohl ich nicht viel Goal schiesse. Du hast das Gefühl, du triffst einmal, du hast jetzt heute aber zweimal getroffen. Wie ist das für dich? Was hat das für ein Gefühl in dir ausgelöst? Ja, ein riesiges Glücksgefühl. Ich hätte nie gedacht, dass ich zwei Goal schiesse. Ich habe gedacht, ich tippe vielleicht, aber dass ich zwei schiesse, hätte ich nicht gedacht. Das ist umso schöner. Wie ist das für dich, aus dem Spitzenkampf raus mit 4-1 zu gehen? Also 4-1, das hätte ich mir erträumt, aber dass es wirklich stattfindet, das hätte ich nicht gedacht. Das hätte auf beide Seiten kippen können. Kriens hat gut gespielt, eine Zeit lang, wir haben wieder gut gespielt. Und das ist eigentlich mehr so ein von Fehlern entschieden worden, das Spiel. Super, danke. Nina, du bist heute das erste Mal nicht als Heimmannschaft, sondern als Gegner auf Kriens gefahren. Wie war das für dich? Da ich sehr viele Jahre hier gespielt habe, war es für mich wie ein Heimspiel. Einfach mit dem FCZ und ja, mein Team ist jetzt der FCZ und es war einfach ja, ein riesiger Wille da gewesen und ich bin auch überzeugt, dass wir den Match gewinnen können. Wo der Schiri abpfiffen hat, was war da bei dir innen los gewesen? Nervosität und alles? Ich habe mich mental lange aufs Spiel vorbereitet. Ich habe mir immer die Situation vorgestellt und ich konnte es gut umsetzen. Ich habe alles rundum vergessen, was uns auch der Dorci gesagt hat. Die Zuschauer nicht beachtet, auch die Trainer nicht. Und ja, ich habe einfach mich einfach aufs Spiel gefreut. Und wie war es, als der Schiri in diesem Moment abpfiffen hat und du realisiert hast, dass du dein langjähriges Team eigentlich 4-1 besiegt hast? Wie gesagt, jetzt bin ich mit dem FCZ. Das ist mein neues Team. Und ich habe alles gegeben und es war ein riesiges Glücksgefühl. Ich musste sogar brüllen nach dem Match. Das hatte ich noch nie. Und es ist einfach unbeschreiblich. Es war mega schön. Danke.